Was ist ein delegierter Liquiditätspool und welche Rolle spielt er bei Ultima? Der delegierte Liquiditätspool ist das Herzstück des DeFi-U-Produkts. Im Gegensatz zu normalen Pools ist unser Pool vollständig dezentralisiert und wird ausschließlich von der Blockchain verwaltet. Im Grunde ist der Pool eine Wallet-Adresse, in der Kryptowährungen liegen. Da der Faktor Mensch hier ausgeschlossen ist, ist die Sicherheit der Tokens im Pool gewährleistet. Die Nutzer sind im Grunde genommen die Anbieter der Liquidität. Sie füllen den Pool selbst auf. Durch den Kauf eines Produkts schließen Sie einen speziellen Smart Contract, das heißt einen Vertrag mit dem Liquiditätspool ab. Laut Vertragsbedingungen erhalten die Nutzer Belohnungen aus dem Pool, wenn sie ihn mit Tokens füllen. Die Belohnung ist nicht durch einen Zeitrahmen begrenzt. Sie werden ihr ganzes Leben lang Tokens erhalten. Nach ihnen werden ihre Kinder Tokens erhalten können, dann deren Kinder und so weiter. Die Höhe der Ultima-Prämie hängt von der Anzahl der Split-Tokens beim Nutzer und von der Gesamtmenge der Split-Tokens im Netzwerk ab. Um die Prämie zu berechnen, wird das tägliche Ultima-Volumen durch die Anzahl der Split-Tokens auf dem Markt geteilt. Wenn beispielsweise 50 Ultima auf den Markt kommen und es nur einen Split-Token gibt, dann gehen alle 50 Ultima an den Split-Besitzer. Bei 1 Million Splits entfallen auf jeden Split 0,00005 Ultima als Belohnung. Wenn Sie eine Belohnung beantragen, können Sie die Anzahl der aktuellen Splits im Netzwerk und die Kalkulation der Belohnung pro Split einsehen. Derzeit verteilt jeder Pool täglich etwas mehr als 50 Tokens, aber nach dem Halving in naher Zukunft wird der Umfang der zu verteilenden Belohnung auf die Hälfte reduziert. Der gesamte Prozess ist dezentralisiert und läuft automatisch ab. Je mehr Splits der Nutzer hat, desto höher ist die Prämie. Die Blockchain vergibt die Belohnungen auf Anfrage. Man kann sie jeden Tag anfordern oder aber abwarten und den inzwischen angesammelten Betrag erst später abholen.